Na, das versuchen wir ja herauszufinden. Mann, wir wollen unseren Kumpel wieder haben. Das Toupet setzt sich ganz sicher nicht mehr auf. Also weiß ich nicht, was du von mir willst. Lass die Haare transplantieren. Oh ja, das sieht aus, als hätte man neuen Rasen angepflanzt. Besser als gar nicht. Ja, bitte, Quagmire, lass die Haare transplantieren. Komm zu uns zurück. Ihr habt recht, das bin nicht ich. Der Schritt einer Frau darf kahl sein, ein Männerkopf nicht. Ha, na also, das ist ziemlich eklig. Das ist die richtige Einstellung. Oh, Junge, danke, dass ihr mich die letzten paar Wochen ertragen habt. Ich halte ihn für vertrauenswürdig. Er wirft eine Münze und kaut auf einen Zahnstocher. Naja, ich brauche das Geld dringend, aber ich habe keine Sicherheiten für einen Bankkredit. Tu es, Joe. Wenn du noch länger hier arbeitest, wirst du dir kleiner vorkommen als meine Augenfussel. Da ist einer. Ich kann ihn nie genau fixieren. Der versucht immer wegzuschwimmen. Hallo, Augenfussel. Hallo. Hey, wo willst du hin? Ich will weg von deiner Pupille. Du bist überhaupt nicht böse, oder? Nein, ist er nicht. Er ist nur ein armer Kerl, der viel Pech hatte. Ihr habt gut reden. Er kommt nicht aus eurem Schrank und macht ein fieses Gesicht. Das Gesicht mache ich nur, wenn ich nachdenke. Und du zeigst immer auf mich. Ich wollte ein Gespräch mit dir beginnen. Und dann zitterst du so komisch. Ich habe ein Nervenleiden. Chris, es tut mir leid, wenn ich dir Angst eingejagt habe, aber das ist eine tolle Chance, um neu anzufangen. Nein, ist es nicht. Die anderen kannst du vielleicht reinlegen, aber mich nicht. Fahr zur Hölle! Und, wie ist sie, Peter? Das weiß ich erst, wenn ich mir kurz vorm Einschlafen einen abgeschüttelt habe. Ich glaube, wir nehmen die. Wie heißt sie? Tiefschlummer 3000. Sie kaufen sie auf Amazon, oder? Ja, die haben jetzt sogar Drohnen. Los, Peter, wir müssen vor der Drohne zu Hause sein. Echte Läden sind Kacke. Na, sieh mal einer an. Was haben wir denn da? Hören Sie auf, das haben Sie da reingelegt. Wir hatten Drogen? Oh Mann, warum fahre ich besoffen, wenn ich hätte High fahren können? Ihr Jungs habt eine Menge Ärger am Hals. Zentrale Sheriff Nichols, ich habe hier vier Männer, die unter Verdacht auf Drogenbesitz stehen. Ich beschreibe sie. Ein Afroamerikaner, ein Krüppel, ein Dürrer und ein Hübscher. Ja. Was redest du denn bloß? Er sollte dich gar nicht schlagen. Ich weiß nicht, ob der klar ist, wie ernst die Angelegenheit. Mach die Karte zu. Was? Karte zu, dann weiß er, dass wir so weit sind. Ich lasse Ihnen noch einen Moment. Verdammt nochmal. Es tut mir leid. Oh, verflucht. Siehst du, deshalb weist mich Jeff immer zurecht. Was sagst du, Brenda? Er weist dich nicht zurecht, er verprügelt dich. Also ich verstehe, warum du das glaubst, wegen dem Pfeilchen und so, aber Jeff regt sich einfach wahnsinnig über Immigranten auf. Ich habe alle Papiere, die wir für den Bankmenschen brauchen. Aber ich muss zugeben, ich bin nervös. Wir werden diesen Kredit leicht bekommen, kein Problem. Und wenn du nervös wirst, dann tu, was ich immer tu. Stell dir dein Gegenüber nackt vor. Guten Tag, Mr. und Mrs. Griffin. Ah, nehmen Sie dieses Riesending aus meinem Gesicht. Ich werde Ihren Kreditantrag bearbeiten, also erzählen Sie mir etwas von Ihrem Geschäft. Unser Geschäft sind Kekse. Und jetzt habe ich eine Frage an Sie. Wissen Sie, was Geld ist? Ja. Macht's gut, Kinder. Ich gehe trainieren. Du scheinst diese Sache ja wirklich ernst zu nehmen, hä? Na klar, Brian. Warum denn nicht? Naja, du warst bisher nie so der aggressive Typ. Ich meine, sonst bist du so ruhig und kontrolliert. Ja, Brian. Aber als ich in diesen Ring gestiegen bin, ich weiß nicht, da ist was mit mir passiert. Als ob ich ein Ventil gefunden hätte, um diesen tief in mir angestauten Frust endlich abzulassen. Guten Morgen, Jungs. Was habt ihr heute Schönes vor? Ich dachte, wir beginnen mit einem kräftigen Powerwalk durch die Nachbarschaft. Warte. Ich dachte, wir gucken Two and a Half Men und futtern Bier. Schenken von unserem Bauch runter. Charlie Sheen sollte Ashton Kutcher umbringen. Was? Wir können so viele Erfahrungen sammeln. Wusstest du, dass es im Cohort-Museum einen interaktiven Bildschirm über die Geschichte des Textilviertels gibt? Hey, Peter. Hey, Mann. Hola, cha-cha. Hi. Peter? Ich weiß nicht, es liegt an diesem Haus. Ich muss aus diesem Haus raus. Mann, der hätte es total aufgekratzt. Ich weiß, das letzte Mal war er so drauf, als er die Einzellooping-Achterbahn entdeckt hat. Oh, es geht mir nicht so gut. Ah, alles, was er sagt, ergibt Sinn. Ich weiß, er ist ein Visionär, wie Gandhi oder Mozart oder Picasso. Meine Damen und Herren, mein neuestes Werk. Ich weiß, es sieht etwas verwirrend aus, aber sehen Sie genau hin. Wenn ich das hier nach unten verschiebe und das hier darüber und das hier ein Stück rauf, weiß schon jemand, wer es ist? Nein? Okay, was, wenn ich das hierher schiebe und das hier rauf? Und es ist Diane Wiest. Inwiefern? Der Dad von Lois ist stinkreich. Wahrscheinlich könntest du dir dein Schweigen sauteuer bezahlen lassen. Ja, du könntest da fett Kohle rauspressen. Oh,
So habe ich das noch nie gesehen. Das meint ihr nicht ernst? Das ist unmoralisch. Brian, das interessiert keinen. Peter, du könntest ihn versklaven. Oh Mann, das wird ihn noch mehr nerven als Sitcom-Zweiteiler. Alf, es ist 20.29 Uhr. Jetzt bring die Katze um oder lass es. Halt! Jetzt muss ich eine Woche warten, um zu erfahren, ob er seinen Saft kriegt oder nicht. Hallo? Ist das Rollenspiel schon vorbei? Ja, aber wir zwei Hübschen können gern zum Vorspiel übergehen. Mrs. Griffin, was wollen Sie... Du darfst Mystique zu mir sagen. Mrs. Griffin, das ist nicht gut. So, so, was sagt man dazu? Dein Freund verstößt nicht nur gegen seinen Vertrag, sondern stößt auch meine Frau. Meg, ich habe überhaupt nichts gemacht. Mrs. Griffin hat nur... Oh, sie verbiegen ihn. Er ist nicht nur ein reizender neuer Freund für die Familie. Der Typ soll dich ablösen. Ach Quatsch, das ist lächerlich. Du wirst alt, Brian, und das wissen sie. Du bist ein Covergirl, das aus der Mode gekommen ist. So wie Carol Ott. Genau, du bist Carol Ott. Ich höre mir das nicht länger an. Bitteschön, denk, was du willst. Alterndes Supermodel Carol Ott. Carol, komm mal rüber. Die haben deinen Namen bei Family Man gesagt. Was? Hä? Was? Hä? Was? Hab's vergessen. Wiedersehen. Machen Sie's gut. Schönen Tag noch. Was machen wir jetzt? Schnell, in den Wäschewagen. Komm jetzt, geh endlich runter da, du alter Sack. Ah, bitteschön. Stewie, was machst du da? Eine coole Sau sein. Moment, du bist nicht in der Verfassung, um zu fahren. Ich kann locker fahren, super locker. Du, ich bestehe alle Tests. Guck, ich kann meine Nase berühren. Was, das ist nicht der Flughafen. Oh mein Gott, Rupert, wir müssen hier weg. Verdammt! Oh nein, nein, Baby hingefallen. Ist das Consuela? Baby ganz allein auf Straße. Ich bringe ein Baby heim. Ich bin Stewie. Kennen Sie mich nicht mehr? Sie haben bei uns geputzt. Wir haben immer verlangt, dass Sie auf das Klo an der Tanke gehen. Wir haben gestern noch eine gekriegt, aber irgend so ein Fettsack hat die Sprungfedern ruiniert. Also haben wir unser Essen draufgestellt. Meine Matratze. Wir haben sie gefunden. Klasse, holen wir sie hier raus. Ich muss euch sagen, ich freue mich voll, dass wir sie gefunden haben. So wie ich meinen Thrill am Blueberry Hill gefunden habe. Das war's? Nur ein paar Blaubeersträucher? Da vögeln zwei Hunde. Ja, das war den 4-Stunden-Flug wert. Ich weiß nicht, Peter, aber es muss etwas Besonderes sein. Ich meine, überleg mal, wie die sich fühlen. Immerhin warst du bereit, für Stryker von einer Klippe zu springen. Tja, sie haben nicht Ja gesagt, aber auch nicht Nein. Du hast recht. Danke, Lois. Denn jetzt weiß ich genau, was ich zu tun habe. Du meine Güte, der eingeölte taube Kerl läuft rückwärts auf den brennenden Laster zu. Oh, das Öl brennt so furchtbar. Ich kann nichts hören. Alter Schwede, bin ich spät dran. Ach, komm schon, Mathe, du Arsch. Da seht ihr mal, wie gut euer Restaurant ist. Wäre es Joeys Restaurant gewesen, hättest du bezahlt. Ma, es tut mir leid, Ma. Ma! Ich kann's einfach nicht glauben. Die fanden uns kacke. Tja, Freunde, wir haben unser Bestes gegeben. Wenn ihr mich braucht, ich bin wieder in Palm Springs, das mittlerweile komplett von den Schwulen übernommen wurde. Peter, ich bin's, Pickle. Hör zu, es tut mir leid, dass ich vorhin so gemein war. Helfer! Peter! Ach du liebe Zeit, Peter, alles okay? Diese Bücher waren schon hier unten, ich bin kein Nerd. Oh mein Gott, wir müssen das Bein gerade richten und dich ins Krankenhaus bringen. Ah, cool, das ist der Laden mit den ganzen Ghostbuster-Autos. Ich habe vielleicht einen schrecklichen Fehler gemacht. Ich habe meine Tochter verlassen. Wieso habe ich meine einzige Tochter weggegeben? Oh mein Gott. Quagmire kriegt sie schon wieder ein. Das soll uns nicht den Abend vermiesen. Genießen wir die Stripperinnen. Absolut. Aber ich finde, Dida nimmt ihren Job zu ernst. Ihr Jungs seid sehr ungezogen. Das bedeutet, ihr bekommt extra Hausaufgaben. Es tut mir leid, dass ich dich angemotzt habe. Du hattest völlig recht, Meg zu kritisieren. Sie besteht nicht mal diesen einfachen Test. Sie ist jetzt da unten und macht ein Nickerchen unter Wasser. Dann rette sie, verdammt!
Wir sollten sie lieber ins Krankenhaus bringen. Sie sieht gar nicht gut aus. Sie sieht schlechter aus als Andy Garcia, als er noch einen siamesischen... Aggressionen loszuwerden, da dachte ich, wir könnten verfaulte Äpfel auf vorbeifahrende Autos werfen. Oh, der Wetterbericht hat nichts von braunen Äpfeln gesagt. Tja, war dringend nötig. Wow, darf ich jetzt auch mal? Jungs, bei Bonnie haben die Wehen eingesetzt. Wir müssen sie ins Krankenhaus bringen. Schnell, Peter, hol den Wagen. Ich will aber keine Schwangeren-Sauerei auf meinem Rücksitz haben. Und das sagt der Mann, der sich bei der Testfahrt mit dem Sportwagen die Hosen vollgeschissen hat. Den will ich nicht. Kannst du mir Joghurt besorgen? Ist der Joghurt-Shop noch offen? Kann man Joghurt telefonisch bestellen? Hör auf, das zu sagen. Was ist der beste Fruchtjoghurt? Wer kann mir eine schöne Joghurtpackung verpassen? Wenn du das nochmal so sagst, ersäuf ich dich. Joghurt. Ah, siehst du, du machst überhaupt nichts. Hey Brian, bin ich nicht ein braver kleiner Kerl? Hören Sie, Doc, gibt's eine Chance, dass Sie das Ding von meinem Hals entfernen? Nun ja, Ihre Organe sind mit den seinen verbunden. Das wäre ein sehr gefährlicher Eingriff. Sie könnten sterben. Wenn Sie allerdings überleben, dürfen Sie sich jeden Preis aus diesem Regal nehmen. Auch den kleinen Flipperautomaten? Oh, der sollte nicht dort stehen. Hören Sie, Sie müssen diesen Eingriff durchführen, okay? Es ist mir egal, ob ich sterbe. Ich meine, vielleicht werde ich in meinem nächsten Leben als Airbag wiedergeboren. Ach, diese Typen. Was wollen die Loser von mir? Loser? Das sind deine Freunde. Das sind Luschen. Die haben noch nie eine E-Zigarette auf einer Beerdigung gedampft. Hey, Peter. Was hast du heute Abend vor? Wir gucken zu, wie Cleveland eine Tonne Münzen in den Münzwechselautomaten schüttet. Manchmal akzeptiert er meine Knöpfe. Danke, Jungs, aber das schaffe ich nicht. Ich lass mich nachbeschneiden. Bin nächste Woche auf einer Hochzeit, da muss es sauber aussehen. Wow, seht euch das an. Kaum zu glauben, dass wir das mit einem Spiel verdient haben. Ja, es macht mir viel Spaß, so viel Geld anzufassen und dabei mein Auge zu reiben. Jerome, noch eine Runde für meine verschwommenen Freunde. Wir haben eine geile Sache am Laufen. Es muss nur geheim bleiben, dass Chris so viel drauf hat. Guten Abend, ich bin Tom Tucker. Unsere Top-Story. Das Baseballteam der James Woods High School nimmt an den Bezirksmeisterschaften teil. Dank ihrer Geheimwaffe, dem Meisterpitcher Chris Griffin. Okay, keine Panik, Brian. Die werden dich nicht austauschen. Aber es kann trotzdem nicht schaden, sie daran zu erinnern, wie gern sie dich in der Familie haben. Hey, Kumpel. Och, hey. Ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Das Leben rauscht manchmal so schnell vorbei, dass man das Wichtigste daran vergisst, es zu teilen. Oh. Weißt du, Chris, du bedeutest mir viel. Und wenn es jemals etwas gibt, worüber du reden möchtest oder du einfach nur Gesellschaft brauchst, bin ich für dich da. Gott nochmal, Chris, du bist jetzt in der Highschool. Hör auf, von dem bösen Affen zu reden. Den gibt es nicht. Klar gibt's den. Ich kann's beweisen. Da musst du dich aber besser anstellen als im Naturkundetest. Oder besser als Gott, als er das Gesicht von Alan Barkin zu lang gebügelt hat. Oh, verdammt. Wie sieht's aus? Wir schicken dich in die 80er, da gehst du als sexy durch. Steig in den Van mit Kelly McGillis. Nächster Halt, Hollywood. Ah, da bist du ja, Stewie. Hey, Sie sind ein Hochstapler, wissen Sie das? Komm mit, Stewie, deine Mom und ich, wir haben was für dich. Lass mich raten, wahrscheinlich habt ihr wieder so eine bunte Schachtel mit einer Kurbel gefunden, die ich drehen und drehen soll, bis ups, oh Schreck, eine Puppe rausspringt. Ihr lacht und die Kinder lachen und der Hund lacht und ich bin innerlich zutiefst verletzt. Wozu sollte denn dieser ganze Schwachsinn gut sein? Au, das Teil schießt nur auf einen. Wir werden dieses Gespräch heute Abend fortsetzen, junger Mann. Eine Frau ist nun mal kein Objekt. Deine Mutter hat recht. Hör gefälligst zu, was es sagt. Peter! Ich hab das nicht gesagt. Das war Lee Majors. Was? Eine Frau ist eine Sache. Du meine Güte! Da ist Mr. Fargus. Das war mein Lieblingslehrer. Als mir klar wurde, dass dein echter Vater ein irischer Säufer war, bin ich nach Mexiko gefahren, um die Schwangerschaft abbrechen zu lassen. Aber Gott hatte andere Pläne. Und so wurdest du dort geboren. Du warst wunderschön und ich habe dich sofort geliebt. Als ich wieder nach Hause kam, hatte ich solche Angst davor, dass die Leute mich verachten würden, dass ich den Papierkram für deine Geburtsurkunde niemals ausgefüllt habe. Chief, haben Sie kurz Zeit? Ja,
Aber zuerst sagen Sie, dass es einen großen Unterschied macht, ob ein Mann bisexuell oder homosexuell ist. Klar, Chief. Danke. Einen riesigen. Worum geht's? Nun, Chief, ich bin hier, weil ich den Briggs-Fall übernehmen möchte. Völlig ausgeschlossen. Kommen Sie, Chief. Ich weiß alles über Briggs. Ich bin der Einzige, der ihn schnappen kann. Nein, Swanson, Sie sind zu nah dran. Ich gebe den Fall Grant und Casey, weil sie nichts damit zu tun haben und sich auch nicht im geringsten dafür interessieren. Hey, Stewie. Hey, was gibt's? Hast du dir gerade Rollerblades angesehen? Was? Nein. Ja, na und? Was willst du? Hör zu, ich war vorhin im Krankenhaus und hab was Furchtbares gehört. Oh, bitte. Sag nicht, dass es eine sexistische Bemerkung war, weil das ist nicht okay. Diese Krankenschwestern reißen sich den Arsch auf. Sie wiegen Menschen und messen nach, wie groß sie sind. Ein Arzt hat zu Carter gesagt, dass er noch 2 Wochen zu leben hat. Was? Bist du sicher? Ich hab ihn selbst gesehen. Tut mir leid, Quagmire. Polizeigrundsatz. Wir können erst einschreiten, wenn es zu spät ist. Aber du könntest eine Intervention veranstalten. Was ist das? Sowas wie eine Überraschungsparty. Nur gibt es anstelle von Kuchen und Geschenken böse Briefe und jemanden, der sich auf unangemessene Weise in den Vordergrund drängt. Das klingt ja voll geil. Ich wette, bei sowas würde ich dermaßen brillieren. Leck mich. Viel Spaß mit deinem kleinen Roboter. Aber ich finde das irritierender, als nach einem Rote-Bete-Salat kacken zu gehen. Ah! Oh, ach so. Oh Mann, Meg. Ich würde gern mehr mit dir anstellen, als nur rumzuknutschen. Ich weiß, es geht mir ja genauso, aber wir haben uns dazu entschieden, enthaltsam zu sein. Obwohl, es gibt Möglichkeiten, wie wir unseren Schwur halten und trotzdem mehr machen können. Du hast recht. Denkst du dasselbe, was ich denke? Aha. Mein Gott, wisst ihr, was das bedeutet? Ihr seid alle Komplizen bei einem Ausbruch. Sie hat recht, wir fliehen vor dem Gesetz. Sag mal, was ist denn mit dir los? Ich bin ein Hund, ich habe Schwierigkeiten, in einem Fahrzeug stehen zu bleiben. Oh. Dann sind wir eben Flüchtlinge, aber wenigstens ist die Familie wieder zusammen. Wo fahren wir bloß hin? Beruhige dich. Ich sag euch, was wir tun. Egal, wo dieser Lieferwagen anhält, dort beginnen wir unser neues Leben. Wir werden uns ganz einfach perfekt der Umgebung anpassen. In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass Peter und Carter viel Zeit miteinander verbringen. Schön, dass sie sich angefreundet haben. Tja, wer hätte das gedacht, was? Freu ich mich, wenn der zu Hause steht. Ich kann einfach nicht über The Big Bang Theory lachen und ich glaube, es liegt am Fernseher. Auf einem Schirm in der Größe werden die mich so zum Lachen bringen, dass mir der Rotz aus der Nase fliegt. Carter, wo tragt ihr unseren Fernseher hin? Ich hab ihn Peter geschenkt. Was? Wieso? Ja, wieso, Carter? Dad, bitte tu das nicht. Du kannst ihn nicht zwingen, mich zu heiraten. Ich will nur mit ihm reden. Warum hast du eine Waffe? Ich will nur mit ihm reden. Dad, das ist doch lächerlich. Ich will nur tu mit das ihm Ding reden. Wieder in den ich will Wagen. Nur mit ihm reden. Aber Dad, ich will nur mit dich, ihm reden. Nicht seine ich will ihn nur abknallen. Ich will nur du mit ihm reden. Nicht umbringen. Oh Gott, was haben Sie vor? Wir sind direkt auf Kurs, Leute. Gib mir noch ein Bier. Ach, das sind die seltenen Momente. Wir vier hier draußen auf See, Meilen entfernt von der Zivilisation und wir saufen Bier. Tja, in Ewigkeit. Hey, Freunde, ich habe eine Frage. Angenommen, keiner von uns wäre verheiratet und könnte jede Frau auf der Welt haben. Wer wäre das? Muriel Hemingway. Finde ich aber keine auf. Besonders wirklich? Gute die Wahl. Wirkt so. Zwei Hammelkeulen, bitte. Oh, die Herrschaften wünschen, die Schenkel eines demütigen Schafes zu schmausen. Hör mal zu, du Penner, wir gucken zufällig nicht Frasier. Gib uns schon 2 Hammelkeulen. Vielen Dank. Hört zu, hier liegt ein Irrtum vor. Ich will euren Vater nicht verhaften. Ehrlich? Ja, Kleiner. Ich bin hier, um euch zu sagen, was für ein toller Kerl euer Vater ist. Und wie hart er für euch alle arbeitet. Moment, Sie lassen mich laufen? Das verstehe ich nicht. Ich glaube, ich verstehe es selbst nicht. Das Gesetz verlangt zwar, dass ich Sie verhafte, aber manchmal ist das Gesetz nichts als ein Stück Papier. Es gibt richtig, es gibt falsch. Und irgendwo dazwischen findet das Leben statt. Gott, wie konnten wir diese lächerlichen Klamotten für einen Club kaufen, der gleich wieder zumacht? Ich bitte dich, wir hatten 72 Stunden lang Erfolg. In dieser Branche kann man nicht viel mehr erwarten. Außerdem habe ich bereits einen neuen Club eröffnet, der noch exklusiver ist als der hier. Wirklich? Wo ist der? Brian, er ist so exklusiv, dass er nicht mal eine Location hat. Er ist hier drin, in meinem Herzen. Ich glaube, zu diesem Beat können wir alle tanzen. Wow, das erfüllt mich mit seltsamer Freude. Babs, ich brauche dich. Dich zu betrügen war der schlimmste Fehler meines Lebens. Ich kniee vor dir mit ängstlicher Seele als gebrochener Mann. Ein Mann, der nichts ohne dich hat. Gib mir noch eine Chance. Und ich schwöre dir, ich werde nichts über dich stellen, nicht einmal mich. Für den Rest meines Lebens. Und für die Ewigkeit. Bitte. Ich flehe dich an.
Jetzt verabschiedest du dich wohl von der Immobilienbranche. Ja, da ging es härter zu, als ich dachte. Oh ja, es ist nicht leicht, Makler zu sein. Du musst in der Lage sein, Badezimmer zu zählen. Ich habe mal einen Immobilienmakler beim Schach besiegt. Ich, ein stadtbekannter Vollidiot. Sieh es ein, du hast im simpelsten Job der Welt versagt. Oh, kommt, Leute, seid nett zu mir. Ich hatte einen harten Tag. Dein Tag war hart? Ich sag euch mal, was ich für einen Tag hatte. Die Kugeln haben sie erwischt. Oh nein, es waren nicht die Kugeln. Die Schönheit tötete das Biest. Das ist deine Chance, Brian. Nimm sie dir. Oh, zu spät. Nein, noch nicht. Aber ich kann Ihnen versichern, ich bin unschuldig. Oh, nee. Ich habe meinem Sohn diese Magazine nicht gegeben, sondern das war meine Frau Lois. Lois? Vater? Was du getan hast, war unverzeihlich. Und so schön deine Worte auch sind, ich weiß nicht, ob sie das Geschehene wieder gut machen können. Ich weiß, das geht nicht über Nacht, aber wir können noch viele Jahre miteinander verbringen. Bitte. Also dann, Leute, das Beste für euren Körper nach einer Massage sind heißer Kaffee, Alkohol und Minisalamis. Oh, Dad, ich bin froh, dass du kommst. Ich muss dich dringend was fragen. Was gibt's denn, Chris? Heute im Sportunterricht habe ich gemerkt, dass einer meiner Hoden in meinem Körper raufgewandert ist und der ist noch nicht wieder rausgekommen. Und ich habe ein bisschen Angst.